Hallo, liebes Kind. Wie schön, dass wir uns heute begegnen und uns zusammen auf eine Reise begeben. Dazu solltest du es so bequem wie möglich haben. Lege dich auf ein Sofa oder das Bett. Vielleicht hast du eine Kuschelecke im Zimmer. Oder möchtest dir mit Decken eine gemütliche Höhle bauen. Liege so, dass du ganz in Ruhe meinen Worten lauschen kannst. Gerne kannst du ein Kuscheltier dazu nehmen. Wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, drücke einfach auf Pause und mache es dir erst einmal an der ausgesuchten Stelle ganz bequem. Nun atme einmal tief ein und aus. Und wieder ein und aus. Dann atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Atme jetzt tief nach unten in den Bauch hinein und wieder aus. Wenn du in den Bauch atmest, wirst du nach und nach ganz ruhig. Nimm dir Zeit, diese Ruhe zu spüren. Stell dir nun vor, du bist auf einer Blumenwiese. Ein Junge kommt dir entgegen. Es ist Jona und er freut sich, dich kennenzulernen. Jona ist ein besonderes, wunderbares Kind. Genau wie du. Er nimmt dich an der Hand und lädt dich ein in das Land, in dem er lebt. Die Vögel singen, die Blumen duften, Schmetterlinge fliegen um euch herum und die Sonne wärmt euch angenehm von oben. Du fühlst, wie gut dir dies alles tut. Eine angenehme Ruhe breitet sich immer mehr und mehr in dir aus. Und du kannst dich freuen, denn Jona verrät dir nun, dass er dich zu einem ganz speziellen Freund führt, dem kleinen Drachen Ananka. Schon von weitem siehst du an einem kleinen Berghang den Eingang zu einer Höhle. Ihr kommt näher und als ihr da seid, kommt Ananka aus dieser Höhle heraus. Er ist noch jung und, ja, fast so groß wie ein Pony. Seine grüne Haut schimmert im Sonnenlicht und seine Flügel wackeln vor Freude über euren Besuch hin und her. Er hat freundliche Kulleraugen und seine Nasenlöcher sind wirklich so groß, wie man sie sich bei einem Drachen vorstellt. Ananka geht nun mit euch auf eine schöne Wiese vor der Höhle, auf die ihr euch setzt. Jona erzählt dir: Ich hatte große Angst, als ich Ananka gefunden habe, denn die Drachenmama war dabei und erwachsene Drachen sind wirklich sehr, sehr groß. Angst? Also hat sogar der Freund eines Drachen auch Angst? Jona lacht. Natürlich. Jedes Kind und auch jeder Erwachsene hat manchmal Angst. Das ist ganz normal. Ja, auch du kennst dieses ungute Kribbeln im Bauch, wenn du vor etwas Angst hast oder dich unsicher fühlst.
Es ist so schön zu wissen, dass du damit nicht alleine bist. Du solltest es auch ruhig sagen, wenn du Angst hast. Vielleicht magst du dich trösten lassen. Ab heute werden Yona und Ananka immer bei dir sein. Du kannst ihnen alles erzählen. Sie hören dir immer zu. Nun sagt Ananka: Weißt du was? Wir kennen einen Mutmacher, den jedes Kind, jeder Mensch und jedes Wesen bei sich hat. Etwas, womit du dir selbst Mut machen kannst. Bist du auch so gespannt wie ich? Dann höre gut zu, aber bleibe dabei ganz ruhig liegen und folge Yona nur in deinen Gedanken. Nach der Meditation kannst du den Mutmacher sofort ausprobieren. Yona erklärt dir den Mutmacher. Sicher hast du schon einmal gesehen, wenn ein Affe sich voller Freude oder Begeisterung mit beiden Fäusten auf die Brust klopft. So ähnlich geht unser Mutmacher, aber nur mit einer Hand. Nimm die Hand, die du zum Malen oder Basteln benutzt, also nun erstmal in deiner Vorstellung, forme sie zur Faust und dann klopfe dir damit auf die Brust. Aber sei lieb zu dir. Es ist kein wildes, festes Klopfen, sondern ein liebevolles Anklopfen. Damit wächst du den Mut in dir auf. Er wird neugierig und kommt heraus. Das ist sehr nett von ihm. Und du kannst ihm gerne danken und sagen: Hallo Mut, ich freue mich, dass du da bist. Manchmal ist der Mut sofort da und ganz groß. Und manchmal ist er eben noch klein und es dauert etwas, bis er ganz herauskommen kann. Das ist alles gut so, wie es ist. Hauptsache, du weißt, dass der Mut in dir wohnt und jederzeit von dir geweckt werden kann. Sogar dann, wenn du dir das Anklopfen einfach nur in deinen Gedanken vorstellst. Ist es nicht schön, von Yona und Ananka erfahren zu haben, dass Angst auch zum Leben gehört? Und dass ausreichend Mut in dir wohnt, um der Angst zu begegnen? Fühle noch einmal, wie wunderbar es ist, mit Yona und dem kleinen Drachen Ananka auf der Wiese zu sitzen. Du kannst dich nun von ihnen verabschieden, um gleich wieder ganz bei dir zu sein. Aber sie sind ab heute deine Freunde. Sie begleiten dich in Gedanken. Sie werden tief in deinem Inneren immer bei dir sein. Sie sind gute Freunde, genau wie du. Und sie sind etwas ganz Besonderes, genau wie du. Yona und Ananka freuen sich sehr, dass sie dich nun kennen. Du kannst dich an sie erinnern, wenn du Angst hast, und daran denken, alle Menschen haben manchmal Angst. Das ist ganz normal. Und dann kannst du an sie denken, weil sie dir den Mutmacher gezeigt haben und du kannst ihn anklopfen.
Diese Meditation kannst du auch gerne öfter wieder hören, um dich an Jona, Ananka und den Mutmacher zu erinnern. Und nun atmest du noch ein paar Mal tief ein und aus. Ein und aus. Nimm dir Zeit. Du kannst die Hände und Füße etwas bewegen, dich räkeln. Und wenn du magst, darfst du auch herzhaft gähnen. Und wenn du jetzt oder gleich die Augen öffnest, bist du wieder ganz zurück.